Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil 2. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal hier mit Claire noch unterwegs, mit Claire im Klärwerk im Prinzip. Und genau, wir hatten uns beim letzten Mal umgerüstet, wir haben die Waffenkammer gesehen und beziehungsweise den Lagerraum. Und genau, was haben wir noch gemacht? Genau, wir waren noch ein bisschen hier in der Kanalisation unterwegs. Und genau, haben Sherry verloren in einer Flutschleuse. Sind vor einigen monströsen Wesen abgehauen, wie Mr. X, William Birkin, alles mögliche. Und ja, würde ich sagen, gehen wir einfach mal weiter hier mit dem Aufzug. Ich bin mal gespannt, wo wir denn jetzt hier rauskommen. Ach, guckt euch das mal an, Freunde. Guckt euch das mal an, da liegt Leon. What happened? You're bleeding. I ran into this woman who is in trouble. Her name's Ada. Right after that, someone tried to kill me. Nearly succeeded too. Ada went after the sniper, but I'm worried about her. You gotta find her before something happens. But you've been shot. I'll be okay. It's Ada I'm worried about. Oha, Freunde. Ja, ihr seht's, ne? Wir kommen jetzt tatsächlich gerade bei der Cutscene raus, als Ada hier einen Hit getroffen hat und Leon angeschossen hat. I'll be okay. It's Ada I'm worried about. Das ist natürlich schon krass, ne? Und ja, Ada Wong, meint er damit. Ach, und guckt mal hier, wir können jetzt tatsächlich auch... Leon, wir lassen dich mal kurz da liegen, ja? Du schaffst das schon. Nein, Quatsch. Wir können jetzt auch hier bei Leon. In seinem Safe-Raum. Genau, ihr erinnert euch, ne? Weil das kennen wir jetzt wieder. Das ist ja der Safe-Raum von Leon. Gerät doch hier wegen der Wasserqualität. Genau der gleiche im... Oh... Genau, der gleiche im Prinzip wie der andere. Und was sehe ich denn da, Freunde? Grüne Kräuter. Und wir haben sie sind voll. Warum sind wir denn voll, verdammt? Ach so, genau. Wir wollten ja noch die ganzen Sachen ablegen, ne? Stimmt. Wartet mal. Das kann ich ja verbinden. Genau, wir wollten ja noch die ganzen Sachen ablegen, die wir beim letzten Mal in diesem Keller da gefunden haben. Ja gut, Freunde, dann machen wir das doch einfach mal. Oh, schau dich das an. 99 Armbrustbolzen, wer braucht denn den ganzen Mist? Scheiße. Ah, gut, okay. Ansonsten. Oh ja, gar nicht mehr so viel, ne? An Items hier noch übrig. Hält sie sich immer noch? Ja, klar, weil wir uns noch gar nicht geheilt haben. Logisch. Claire, heil dich. Sehr gut. Und ja, Freunde, hier bin ich tatsächlich jetzt mal an diesem Donnerstag. Donnerstagabendaufnahme tatsächlich. Kurz vor Upload nehme ich das jetzt hier noch auf. Weil ich hatte halt, ja, was soll ich sagen? Sonntagabend musste ich spontan weg, von daher. ja, jetzt hier diese Donnerstagabendaufnahme und so kurz vor knapp. Verbind das bitte. Und ja, im Prinzip sind wir jetzt eigentlich auch schon weiter fertig hier. Beziehungsweise, müssen wir hier noch irgendwas mitnehmen? Nee, ich glaube nicht. Schaut euch die Muni an, ja, die wir für die Armbrust haben. Ich glaube nicht, dass wir hier die Armbrust noch brauchen werden. Muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, Freunde, würde ich mal sagen, gibt es hier auch was in dem Schrank drinne? Nein. Können wir hier raus? Hier können wir tatsächlich nochmal zurück in Leons Bereich. Okay. Sind jetzt hier auch Spinnen? Da ist irgendwas. Ah, da sind Zombies. Okay, Freunde, da sind Zombies. Das heißt, wir können unsere Armbrust benutzen. Ja, endlich. Wir können endlich unsere Armbrust benutzen hier. Oh. Oh, wartet mal. Wartet mal. Das können wir doch... Können wir das nicht verschieben hier? Bei Leon konnten wir das verschieben.
Das sieht so verschiebbar. Ja, es sieht so verschiebbar aus. Und tatsächlich. Wir haben hier tatsächlich noch was vergessen. Sehr viel vergessen. Wir haben noch Money hier. Gut. Eine Türe zum Lagerhaus. Ja, dann öffnet die doch mal, Claire. Wir haben hier noch Bions Lagerhaus. Ach, wie cool, Freunde. Ja, dann steigt einfach mal die Leiter runter, Claire. Und ja, wie gesagt, Freunde, eine gesplittete Aufnahme. Oh Mann, ich brauche das Feuerzeug. Verdammt, ich muss nochmal hoch. Und im Prinzip auch am Anfang meines Urlaubs. Ja, ich habe jetzt 2,5 Wochen Urlaub. Und ach, was freue ich mich drauf. Endlich mal ein bisschen entspannen hier. Ach, ist das gut. Und so, und Claire, nimm dir kurz das Feuerzeug mit runter. Und ja, im Prinzip freue ich mich schon auf das, was da jetzt gleich bei Leon weiterkommt. Ich meine, sehr viel, wenn ihr euch an die Leon-Story erinnert. Es ist jetzt nur noch im Prinzip das finale Gebiet da unten. Boah, geil, guck mal. Noch mehr Granaten hier. Gefällt mir aber irgendwie gar nicht, dass wir hier so viel Granaten kriegen. Ja. Wie gesagt, es ist jetzt noch das Forschungslabor unten. Der Weg bis dahin. Und dann haben wir es eigentlich. Es ist zu dunkel, um irgendwas zu erkennen. Ist denn hier? Ach, da ist wieder so eine Öllampe. Ah, sehr schön. Und dann sind wir eigentlich auch schon fast mit Resi 2 durch, ne? So. Ich habe da hinten doch auch noch was gesehen. Guckt euch das mal an. Kerosinpatronen. Oh mein Gott, wo werden wir denn hier drauf vorbereitet, Freunde? Das macht mir ja schon fast ein bisschen Angst. Aber okay. Ich glaube, das war's hier unten. Ja, einfach mal 2 Päckchen Moni mitgenommen. Ist doch auch nicht verkehrt. Ist doch auch nicht verkehrt. Vor allem nicht, wenn man hier mit Claire unterwegs ist. So. Danke, Leon, dass du das Zeug da unten hast liegen lassen. So, Feuerzeug kann wieder raus. Und die Armbrust können wir nochmal mit reinnehmen. Weil ich weiß nicht, ob wir das jetzt machen müssen, was wir hier machen. Eigentlich geht es ja bei Leon weiter, ne? Aber ich mach's halt einfach, weil vielleicht müssen wir es ja doch machen. Und dann habe ich es halt jetzt schon gemacht, ne? Kann ja gut sein. So, dann haben wir hier noch die Zombies, die hier auf uns warten. Rüste die Armbrust aus, Claire, und mach die alle kaputt hier. So, und der da, der wartet doch da schon auf dich hier. So. Na, am besten nicht zu weit weg, weil verschwenden will ich die Muni auch nicht. Na komm schon, komm her, getüppelt hier. So, weg damit. Es zieht kalt herein. Ja, da frage ich mich jetzt gerade, wo wir hier nochmal sind, ne? Ach, tatsächlich da. Okay. Also hier waren... Ach, schaut mal, wie die Zombies im Wasser treiben. Richtig cool. Ah, da ist noch einer. Wartet mal, mein Ohr juckt. Oh, er kommt. Er kommt, er kommt, er kommt. Okay. Er kommt. Okay, wartet mal, ich muss mir gerade... So. Okay, Zombie, da bist du und... Ach, jetzt hört doch mal auf, die Muni zu verschwenden. Beziehungsweise die Bolzen. So. So, der ist auch kaputt. Okay, wunderbar. XDR. Was ist denn das jetzt hier nochmal für ein Gebiet? Oh Mann, Freunde. Ich weiß gar nicht, was ich hier machen muss. Die Filtermaschine. Das heißt, hier kommen wir jetzt tatsächlich zurück ins Revier, wenn wir das wollten. Ne? Hier oben war ja diese Schachsteckertür. Kommen wir hier rein? Da kommen wir tatsächlich nochmal rein. Okay. Das ist die Schachsteckertür. Da seht ihr das, was wir mit Leon hier gemacht haben, ne?
Sieht aus wie eine Schalltafel, mit der man das Schloss öffnet. Die einzelnen Stecker sind beschrieben. Die vier Dosen, ja, okay. Das hat Leon schon gemacht, Claire. Damit brauchst du dich gar nicht erst zu aufzuhalten. Ich weiß jetzt halt nicht, ob wir hier jetzt nochmal hin müssen. Ne? Das ist alles Leons Gebiet eigentlich. Aber wir können ja tatsächlich alles nochmal erkunden. Ich meine, warum denn nicht? Wenn wir es können, dann können wir es halt, ne? Ach ja, genau, hier war ja der Bereich mit Ada. Fest verschlossen. Da ist Ada da oben reingesprungen, ne? Falls ihr euch erinnert. Hier ist der Safe-Raum. Gucken wir mal, ob da noch was drin ist. Mit Claire. Hab Leon dir was übrig gelassen. Hat tatsächlich. Ein blaues Kraut. Gut, dann nehmen das mal mit und pack das mal in die Kiste rein. Weil das muss ich nicht unbedingt mitnehmen, das blaue Kraut. So, das Feuerzeug kann man hier runter. Und diesen Ventilgriff, den brauchen wir ja auch bald. Deswegen würde ich sagen, nehme ich den jetzt einfach mal mit. Die sind jetzt gerade ziemlich voll, finde ich. Soll ich die normale Pistole mitnehmen? Nee, ich leg die normale Pistole erstmal tatsächlich weg, Freunde. Ja, das ist ziemlich krass, was ich gerade mache, aber es ist tatsächlich so. Ich muss die normale Pistole erstmal weglegen. Oh, hier liegt kein Farbband. Krass, okay. Ja, wie gesagt, weil entweder haben wir Hammergegner oder wir haben Zombies. Und Zombies kriegen wir halt mit der Armbrust auch platt. Jetzt kommen wir bei dem in dem Bereich, wo bei Leon Spinnen waren. Oh Gott! Und hier sind jetzt mit Claire auch Spinnen. Ich hoffe halt, dass ich die machen muss. Oh, aua! Aber zwei Schuss von dem... Wir sind vergiftet. Alles klar. Zwei Schuss von dem Granatenwerfer und ich brauche direkt schon wieder hier dieses Grün-Blau. Wunderbar. Da ist noch eine. Da kommt sie! Okay, und nach oben schießen und bäm. Wunderbar. Schön weg mit den Drecksdingern hier. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt komplett optional ist, was ich hier mache. Leiter hochklettern. Aber irgendwas... Irgendwie muss ich das doch hier zusammenfügen, oder? Na, jetzt bin ich wieder hier, ne? Mit dem Hundebereich. Oder war das jetzt echt sinnlos, was ich hier gemacht habe? Oh nein, bitte nicht. Wir sind wieder im Keller, ne? Ja, hier waren wir tatsächlich. Verdammt, ich glaube... Ich glaube echt, dass wir hier... Wartet mal. Kann das echt sein, dass wir hier... Ja, ja, oder? Ach ja, da ist dieser Aufzug. Wie sind wir denn? Ach, da sind wir... Ach ja, okay, ja, ja, klar. Da sind wir ja runtergekommen, als wir beim Polizeichef waren. Genau, der wurde ja auch in der letzten Folge verhackstückelt. Was in der vorletzten Folge. Und genau, wir haben tatsächlich diesen ganzen Bereich hier sinnlos gesäubert. Ja, toll. Woher soll ich das denn wissen, bitteschön? Aber gut, so hatten wir zumindest noch mal ein bisschen Action hier in dieser Folge. Ich meine, ist ja auch nicht schlecht, oder? Ein bisschen Action zu haben. Und so kostspielig war das jetzt nicht für mich. Ein Grün-Blau und vier Schuss von der Granatenmuni und ein paar Armbrustbolzen. Mein Gott, also das werde ich schon verkraften irgendwie. Gut, dann gehen wir mal wieder runter in die Sülze hier. Genau, gehen wir mal Leons Weg wieder zurück. Gut, Freunde. Wie gesagt, dann hoffe ich, dass euch das gefällt hier, Resi 2. Wie war jetzt hoffentlich weiter diese geheimnisvolle Frau verfolgen, die wir mit Leon gesehen haben. Beziehungsweise die Ada verfolgt hat. Genau. Wie war das ja nochmal? Sehen wir hier Ada mit Claire? Ich glaube leider nicht, ne?
Ja gut, okay. Dann können wir so gehen. Ja, wir können so gehen. Da können wir runter. Ab zu Leon, Claire. Ab zu Leon und direkt an ihm vorbeilaufen. Ja, das ist sehr charmant, aber ich muss an dir vorbeilaufen, Leon. Es tut mir leid. So, was haben wir hier? Kanalisationskarte. Nehmen wir natürlich mit. Ja. Ach du Scheiße. Ja, jetzt kommt dieser Brainfuck-Bereich mit dem Ventilgriff. Da, wo ich beim letzten Mal hin und her gerannt bin. Aber ich glaube diesmal nicht. Ja, seht ihr das? Das Ding ist nämlich an da oben. Das Ding ist nämlich an. Es ist zu dunkel, um zu erkennen, was da drinne ist. Aber hier. Das sind die Leichen von den SWAT-Typis. Und? Schaut mal da. Die haben die Wolfsmedaille für uns. Japp. Ach du Scheiße, Freunde. Und nochmal Kerosinpatronen. Da von denen haben wir jetzt auch schon 18 Schuss. Ich glaube aber, die werden wir auch brauchen. Warte mal, mein Ohr ist wieder... Verdammt. So. Was guckst du nach oben? Ah, da ist eine Spinne. Eine fette, fette Spinne. Na komm, dann... Hey. Was soll... Dass du triffst. Sehr schön, Claire. Gut, hast du das gemacht. Am Ende der Leiter sehen sie einen Lüftungsschacht. Der Ventilator dreht sich zu schnell, als dass sie reinklettern können. Ja, ist gut. Ich will dieses Hinweisschild da lesen. Ah, okay. Ist hier noch eine Spinne? Da ist noch eine Spinne. Okay, dann hinlaufen und direkt schießen. Und nach oben. Jawoll, Freunde. Sehr gut. Hier gibt es mehrere Einschuss... Ach du Scheiße. Einschusslöcher. Es ist so dunkel, um erkennen, was da drin ist. Ja. Freunde. Ich frage mich jetzt ja gerade auch, was da mit dem einen Bereich noch war, ne? Wo wir mit Claire einfach unter das Wasser gelaufen sind und da nichts war. Naja gut, die Spinnen haben wir erledigt. Ging ja relativ souverän mit der Granatenpistole. Und dann, ja, schnüffeln wir mal ein bisschen weiter rum hier. Naja, da ist noch eine. Ah, kotzt mich nicht an hier. Du kotzt mich an, du Spinne, du. Du Biest. Ah. Jetzt hör doch mal auf, was du... Na da. Und nach oben schießen und kaputt. Wunderbar. Ah, so werden wir die Buddy los. Da ist noch eine. Da ist noch eine. Und die läuft ganz komisch hier irgendwie. Okay, die kommt runter. Und geht nach oben. Sehr schön. Die trifft man aber gut, finde ich. Ah, guckt mal hier. Das Wasser fließt mir zu schnell, da komme ich nicht durch. Aber wir haben ja schon mal die Adlermedaille gefunden. Wolfsmedaille. Die können wir ja schon mal einsetzen. Die Wolfsmedaille ist ein Platz. Ihr wisst ja, wohin das führt, ne? Oh Gott, da will ich aber nicht rein. Naja, gut. Okay. Wir haben erstmal noch ein bisschen Zeit dafür. Alles klar, dann machen wir das doch einfach mal. Oh, Cutscene. Ah, da ist Annette. Are you alright? What happened? Get away from me. You just want my husband's G-cell, don't you? But no one will take that away from me. No one. Husband? Then you must be Annette. Huh? How did you? We don't have time for that. Sherry is lost somewhere in the sewer system. I have to find her. What? I told her to go to the police building. Why is she here?
Now Sherry and the G-Sample are both in danger. What did she mean by that? Does Sherry have the G-Sample? Freunde, ja. Annette Birkin, jetzt wissen wir auch, was mit ihr passiert ist, nachdem sie oben von Ada verprügelt wurde. Sie ist hier unten ins Wasser gefallen und hat es überlebt. Ja, Sherrys Mom, im Prinzip. Und sie soll den G-Virus also an sich haben. Annette ist bewusstlos. Das ist natürlich mal mega interessant jetzt, ne? Ein Öldruckregler und ein Öldruck. Das ist natürlich mal mega interessant jetzt. Also sie hat tatsächlich Muttergefühle für Sherry. Aber ihr habt erwähnt, dass sie tatsächlich die Eltern von Sherry, dass sie ziemliche Arbeitstiere waren. Von daher, also William hat sich wohl einen Mist geschert um Sherry. Und Annette war da schon ein bisschen anders. Ja krass, aber wir lassen sie jetzt einfach mal da liegen. Für dich natürlich krass jetzt ja gerade, dass wir sie wirklich hier einfach liegen lassen. Annette. Bewusstlos. Ja, okay, Freunde. Auf jeden Fall gehen wir jetzt hier weiter. Öldruckregler und ein Öltank. Wie viel Platz habe ich noch? Das ist stapelbar. Das ist gut, Freunde, weil hier haben wir nochmal Kerosinpatronen. Meine Güte, wir kriegen ja ganz schön viel Muni. Und Heilung und so ein Zeug. Ja, okay. Freunde, grüne Kräuter weiterhin. Cool. Nimmt es auch mit hier. Liegt jetzt hier ein Farbband? Ah, da liegt noch ein Farbband. Nee, das lasse ich liegen. Komm, Freunde, das Farbband, das lasse ich jetzt liegen. Ich glaube aber, wir müssen das hier wieder hochmachen. Ich glaube schon, ja. Damit wir das in einem Ratsch hinkriegen. Na komm, mach das Ding wieder hoch. Claire. Ich hoffe, dass ich damit jetzt nicht falsch liege. Okay. Das Ventilgriff kriegen wir natürlich wieder, ist klar. Und weiter geht's. Wir lassen Annette einfach da liegen. Ja, das ist auch eine Ansage. Oh, der Bereich mit dem Krokodil. Müssen wir das jetzt bekämpfen, das Krokodil? Oder ist das... Nee, es ist noch nicht kaputt, ne? Und ich blöde, ich habe jetzt natürlich die normale Wumme nicht dabei. Aber ich hoffe, dass das mit dem Maschinengewehr dann geht. Ich weiß halt nicht, ob... Ja, was soll ich sagen? Ob jetzt dieses Krokodil kommt oder nicht. Das weiß ich nicht. Es sieht tatsächlich nicht so aus, ne? Okay. Farbband, okay. Brauchen wir nicht. Ich meine, wir haben genug Farbbänder. So. Sieht aus, als wäre der Müll der ganzen Stadt hier abgeladen. So, das heißt, wir können tatsächlich hier durch, ohne auf Ada zu treffen und ohne das Krokodil zu bekämpfen. Das ist natürlich, ja, mega nice, muss ich sagen. Und, ja, Freunde. Ich befürchte aber, dass wir hier... Genau, ich hab's hochgemacht. Ich wusste es. Ich wusste es, Freunde. Genau, hier war ja der Bereich mit Ada und Annette, wo die sich da geprügelt haben. Ha! Und seht ihr das da? Eine goldene Medaille. Das heißt, wir müssen die beiden jetzt hier leider zusammenmischen. Boah, Doppelgrün ist auch nicht schlecht. Und wir haben hier schon die Adlermedaille. Das geht bei Claire viel schneller, finde ich. Die Leiche eines Kanalarbeiters. Ja gut, Freunde. wir haben hier nochmal was zu legen. Das Tagebuch des Klärwerkmanagers. 28. Juni. Ist ja eine Zeit lang her, aber heute habe ich Don wieder getroffen und wir haben nach der Arbeit ein wenig geredet.
Er hat mir erzählt, dass er bis gestern krank im Bett lag. Wundert mich gar nicht, wenn man bedenkt, wie lange er hier jetzt schon arbeitet. Er hat geschwitzt wie ein Pferd und musste sich dauernd kratzen, während wir uns unterhielten. Ich habe ihn gefragt, ob ihm warm sei, aber er hat mich nur ganz komisch angeguckt. Was ist denn bloß mit ihm los? Ja, was wohl? Er verwandelt sich gleich. 7. Juli. Polizeichef Irons besucht das Labor ziemlich oft in letzter Zeit. Ich weiß nicht, was er da drüben treibt, aber er guckt immer ziemlich ernst. Sein Gesichtsausdruck ist dann noch beunruhigender als ohnehin. Ich vermute, es hat etwas mit Dr. Burkles unmöglichen Forderungen zu tun. Irons hat mein vollstes Mitgefühl. Nach allem, was er für die Stadt getan hat, hat er sowas hier einfach nicht verdient. Na, ich weiß nicht. Also, ihr wisst ja gar nicht, wie der Typ wirklich drauf war. 21. Juli. Ich trinke kaum etwas, weil ich ja eine ziemliche Verantwortung trage. Aber ich darf mich ja gar nicht beschweren, denn schließlich verdiene ich damit ja meine Brötchen. 16. August. Polizeichef Irons kam heute gegen Abend rein und er schaute noch finsterer da rein als normal. Ich habe versucht, ihn mit ein paar Scherzen aufzumuntern, aber er konnte gar nicht drüber lachen. Er zog sogar seine Dienstwaffe und drohte damit, mich zu erschießen. Ich konnte ihn schließlich beruhigen, aber er musste wirklich ernsthafte Probleme haben. Er weiß doch ganz genau, dass er ohne meine Hilfe und vor allem ohne die Medaille nicht in das Labor kommt. Nennt er das vielleicht Dienst am Bürger? Genau, Freunde, Labor. 21. August. William hat mich informiert, dass Polizei und Medien damit angefangen haben, sämtliche Geschäfte von Umbrella unter die Lupe zu nehmen. Er sagte, die Untersuchungen erstreckten sich über das gesamte Stadtgebiet und dass es die entfernte Möglichkeit gebe, dass jemand sogar in der Kanalisation nachsehen könnte. Er hat mir befohlen, alle Abwasserprojekte von Umbrella zu unterbrechen, bis die Untersuchungen abgeschlossen seien. Die Kanalisation wird immer noch als Verbindungsweg benutzt, aber er hat mir ganz unmissverständlich gesagt, dass ich extrem vorsichtig sein muss und dass es mich meinen Job kosten würde, wenn jemand von diesen Unternehmen erführe. Ja, der Clearing-Manager, der hat es wahrscheinlich auch nicht lange geschafft, ne? Regulierung der Müll. Ja, der hat es ja auch nicht lange geschafft, ne? Ja, verdammt interessantes Zeug, was hier alles auf uns wartet, ne? Und dieser Polizeichef, er war mit drin, ist es ja jetzt nicht mehr. Und genau, da können wir ja jetzt hier das Ding hier ausmachen. Mach den Scheiß aus. Und der Scheiß muss bitte ausbleiben. So, Claire. Das hast du gut gemacht. Wunderbar. Ja, das Ventil bleibt aber noch drin. Ja gut, aber ich würde sagen, ich gehe nochmal kurz zurück in unseren Safe-Raum, weil wir... Ja, oder? Wartet mal. Müssen wir wirklich in... Oh, oh Gott, oh Gott. Boah, ich bin erschrocken. Boah, ich bin erschrocken. Dreckskäfer. Echt, runter hier, Igitt. Runter da. Ich würde nämlich ganz gerne erstmal die Medaille einsetzen. Und dann aber nochmal zurückgehen. Freunde, weil... Oh Gott, was zur... Stehen die auf einmal auf hier? Habt ihr gepennt oder was war hier los? So. Dann du. Okay. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Komm, Claire. Und schieß da drauf da. Ey! Der wollte mich gerade anfallen, habt ihr es gesehen? Ja gut, aber die haben wir erledigt. So kriegen wir wenigstens ein bisschen die Armbrustbuddy weg. So, Freunde. Ja, ich weiß, wir überziehen ein bisschen, aber es ist gerade sehr spannend. Ich würde nämlich ganz gerne erstmal hier erstmal die Medaille einsetzen und aber dann nochmal gucken. Ja, wie es hier an der anderen Seite weitergeht. Erstmal das Wasser hier ausmachen. So, genau. Genau, Freunde, da wäre jetzt offen. Allerdings, nein, gehe ich da erstmal noch nicht rein.
Und zwar, ich möchte noch mal kurz an diese eine Stelle da zurück. Mal gucken, was es da noch gibt. Ob es da überhaupt was für uns gibt. Ich weiß es ja nicht. Aber ich denke, ihr wisst, wo ich meine. Dass, wenn wir hier in unseren Safe-Raum zurückgehen. Genau, hier vorne bei Leon vorbei. Ja, diese eine Stelle da. Leon. Oh. Leon ist weg. Ach krass, Leon ist weg, Freunde. Okay, das heißt, es geht weiter. Er ist also schon... Wo ist denn der jetzt hin? Also jetzt hätte er eigentlich auch dahin gehen so müssen. Na gut, Freunde. Wir haben zumindest jetzt auch die Kanalisation fast hinter uns gelassen. Und ich bin jetzt mal gespannt, was hier ist. Weil wir haben jetzt das Wasser abgestellt. Wir haben das Wasser ja doch abgestellt. Ja, okay. Warum läuft das hier noch? Wir haben es doch abgestellt. Verdammt nochmal. Ach nein, jetzt gehe ich doch gerade komplett zurück. Oder wo war denn das? War das... Hä? Wartet mal. War das hier? Nee, das war hier gar nicht. Ich gehe gerade komplett zurück, ich Idiot. wo war denn das? G2. Da oben war ja Mr. X in der letzten Folge. ja. Da ist Sherry reingefallen, genau. Und... Wo ist denn jetzt diese sinnlose Stelle vom letzten Mal? Ich meine, ihr habt es ja gesehen, ne? Da bin ich reingegangen. Und da war dann einfach nichts. Hä? Wo waren das? Wo waren das? Wo war diese Stelle? Das jetzt doch da? Nee. Hä? Okay. Ich meine, ich kann mich ja erinnern, dass ich da alleine war. Hä? Freunde, ich bin gerade ein bisschen verwirrt, sorry. ich muss mir das, glaube ich, nochmal angucken. Auf jeden Fall, wir haben ja noch ein paar Minuten, also das macht jetzt keinen... Die Resi-Folgen, die waren eigentlich immer pünktlich vorbei, von daher. Hier war doch irgendwo noch eine Tür. Da oben war Mr. X beim letzten Mal. Leiter herabklettern, aber hier kommen wir doch einfach nur in den Keller. Oder? Ja, genau. Hier kommen wir einfach nur in den Keller. Ach, ich Idiot. Ich Idiot. Das war doch... Es tut mir leid. Tut mir leid, wenn ich jetzt eure Zeit verschwende. Es war doch im Safe-Raum selber, und zwar unten der Bereich. Ach Gott, ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Verdammt, ich Trottel. Ich könnte mir manchmal echt einen reinhauen. Ja, gut. Zum Glück nicht so weit weg, ne? Einfach hier im Safe-Raum und dann im Lagerraum unten. Genau, da war doch noch diese Tür, diese komische. So. Wo denn jetzt hier? Ah, genau, nämlich hier. Freunde, hier war ja dieser Lagerraum. Da geht auch die Musik direkt aus. Genau, hier unten im Lagerraum. Und dann hier diese Tür. Genau. Da sind wir doch schon. Ich renne hier durchs halbe Kellergebiet, ey. Na ja, gut, okay. Hier war das doch. Aber hier läuft immer noch Wasser. Hä? Hier läuft immer noch Wasser durch und Claire geht hier duschen. Es kann doch nicht sein, dass hier einfach nichts ist.
dann okay. Dann ist hier einfach nichts. Auch mal lustig, ne? Interessant in Resi 2. Ein Bereich, wo nichts ist. Ja gut, Freunde, egal. Dann würde ich sagen, tippeln wir jetzt nochmal kurz vor dem Bereich da mit den Medaillen. Ich hoffe, dass wir das jetzt schnell finden. So. Nicht direkt wieder hier runter. Genau. War das hier runter? Ich glaube schon. Ja, genau, richtig. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal einen Cut rein, wie wir dann diese Kanalisation verlassen. Das sehen wir dann beim nächsten Mal. Ich kann euch sagen, das wird wieder sehr spannend werden. Wenn auch anders als bei Leon, kann ich euch schon sagen. Läuft das Ding wieder? Wer hat das schon wieder angemacht? Wer hat das schon wieder... Aber gut. Brauchen wir nicht mehr. Wir haben hier alles erledigt. Sodass wir beim nächsten Mal dann tatsächlich hier durch diese ekelhafte Tür da hinten gehen können. Bin ich denn vorbereitet? Ja, ich glaube, wir können so bleiben. Alles klar, Freunde. Würde ich mal sagen, jo, wie es hier weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Würde ich einfach mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt sie gerne weiter den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.